Guten Morgen, das ist mein Frühstück. Ich habe mir zwei Brote gemacht, eins mit Geflügelwurst und Sucuk. Das ist so türkische Salami und oder ich weiß nicht, ob es Salami ist, aber es ist so eine türkische Wurst. Und das ist Leberwurst und Philadelphia. Das ist mein Frühstück. Und dann habe ich mir noch einen Tee gemacht hier, und zwar ist es der türkische Bayram-Tee. Genau, den trinke ich gerade. Ich wusste gerade gar nicht, für welchen ich mich entschieden hatte. Aber es ist der türkische Bayram-Tee. Und ich schaue Matt und Kaylee. So süß, Leute. Wenn ihr die noch nicht kennt, ich verlinke die nochmal in die Infobox. Aber die sind so goldig. Ich gucke die gerne, die Vlogs von denen. Und ich esse jetzt. Übrigens hatte ich heute geplant, ein paar YouTube-Videos zu filmen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Himmel sehen könnt. Aber wisst ihr, der Moment, wenn ihr wirklich geplant hattet, so viele, also nicht so viele, aber ein paar YouTube-Videos zu filmen und ihr euch schon drauf gefreut hattet. Und dann der Moment, wenn ihr merkt, heute ist der dunkelste Tag, den es bisher wahrscheinlich gab. Ja, ich habe zwar eine Softbox, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil dann das Licht sieht dann trotzdem komisch aus, wenn nicht wenigstens ein bisschen die Sonne da ist. Mal schauen. Ich gucke mal, ob ich heute filmen kann. Ich würde so gerne. Vielleicht sieht der Himmel ja nach dem Essen besser aus. Also, guten Appetit. Gleich gibt's Maronen. Kennt ihr die? Die gibt's auch immer auf dem Weihnachtsmarkt. Da kriegt man dann mal so eine kleine Tüte, aber die sind irgendwie immer total teuer auf dem Weihnachtsmarkt. Und nur auf dem Weihnachtsmarkt die zu essen, ist mir ein bisschen zu wenig. Deswegen, wenn die Zeit dann kommt, dann kauft meine Mutter die immer und schneidet die so ein. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, damit die halt nicht platzen. Weil dann, wenn ihr die backen wollt und habt die nicht so eingeschnitten, dann werdet ihr sehen, dass euer Backofen danach nicht mehr so toll aussieht und ihr den sauber machen könnt. Deswegen schneiden wir die hier mal so ein. Jede einzelne. Moment. Da, so ein bisschen halt. Und dann backen wir die ungefähr für 15, 20 Minuten, aber die müssen immer wieder so gewendet werden. Und ihr seht auch dann, wenn die braun werden, beziehungsweise an der an der Stelle, wo die geschnitten wurden, platzen die dann so auf. Und die schmecken so gut. Ich liebe Maronen. Also hier werden noch ein paar geschnitten, ja. Nicht, dass ihr denkt, wir essen hier nur so 5 Stück. Also, bis dann. Ja. Ich zeige sie euch dann, wenn sie fertig sind. Und so sehen die Maronen aus, wenn sie fertig sind und aus dem Backofen draußen sind. Also ihr seht, die sind halt so braun geworden, an den Stellen so aufgeplatzt. Und ich meine, notfalls kann man auch einfach eine rausnehmen und probieren und mal öffnen und mal schauen, okay, ist die fertig oder nicht, und dann wieder reinmachen, wenn es nicht fertig ist. Aber so sehen sie jetzt aus und ich freue mich schon und esse die jetzt. Also guten Appetit! So, ich habe jetzt mal einen aufgemacht und schon die Hälfte aufgegessen. Aber so sieht sie aus. Oh, das ist noch ganz heißig. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr den Dampf sehen könnt, aber so sieht sie von innen aus und schmeckt richtig gut. Irgendwie so nussig, falls ihr noch nie Maronen gegessen habt, aber richtig lecker. Tea Haul. Ich habe mir einen Schokotee geholt, wieder einen türkischen Bayram, Maronen, ja, Vanille. Und dann das hier, das kannte ich noch nicht, beziehungsweise ich weiß nicht, was da alles drin ist. Es steht zwar hier hinten drauf, aber das ist so ein Mix aus verschiedenen Teesorten. Und ich mache das mal auf mit euch zusammen. So, ups. Dann können wir mal schauen, was es so gibt. Moment. Und zwar ist hier drinne, Moment, hier ist drinne Classic. Habe ich es falsch rum aufgemacht? Na egal. Auf jeden Fall ist hier drin Classic. Dann, was ist das? Himalaya. Dann Schoko, den habe ich ja hier auch nochmal gekauft. Den trinke ich sehr gerne. Das ist immer noch Schoko, was war das? Das sind irgendwie zwei verschiedene. Das ist, achso, einmal Schoko Chili und einmal normal Schoko. Bin ich ja mal gespannt. Kenne ich nämlich noch nicht. Ich bin voll am Zittern, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber egal, ist nicht schlimm. Dann das wollte ich unbedingt mal probieren: Lakritze Minze. Oder Lakritzminze. Ich finde, das hört sich irgendwie so interessant an, aber könnte auch ekelhaft sein. Und weil ich mir nicht sicher bin, weiß ich nicht, wollte ich es unbedingt mal probieren. Auf den bin ich schon richtig gespannt. Dann ist hier drin noch der normale Räubusch-Tee. Dann Chai oder Sweet Chai, genau. Sweet Chai ist hier nochmal. Dann Green Chai. Oh, das hört sich ja alles so gut an. Ich freue mich voll. Das ist eine richtig coole Box. Dann Sweet Mint. Snack-Tea, keine Ahnung. Dann ist hier noch Ginger Orange. Hört sich auch sehr gut an.
Genau, Ingwer Orange, das hatte ich ja. Und das hier ist Ingwer-Zitronentee. Oh, also so wie es sich anhört, ich weiß ja nicht, wie es geschmacklich ist, aber so wie es sich anhört, oh mein Gott, hört es sich sehr gut an. Ich muss die mal probieren, ich werde euch dann berichten, aber es hört sich echt sehr gut an. Also alle, ich finde, alle hören sich gut an. Und die kenne ich ja alle schon, deswegen auf die freue ich mich auch. Aber auf die Box freue ich mich am meisten, weil da auch ein paar Sachen dabei sind, die ich noch nicht probiert habe. Tea Time. Ich habe mir gleich zwei gemacht, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und zwar wollte ich unbedingt mal den Green Chai probieren und den hier. Und Leute, der riecht so gut. Oh, der riecht richtig lecker. Also auf den freue ich mich schon sehr. Und der riecht auch gut. Aber der riecht halt eher so ein bisschen milder, glaube ich. Moment, ich rieche nochmal dran. Der riecht schon eher nach grünem Tee einfach. Also von Chai merke ich jetzt noch nicht. Vielleicht schmeckt der so. Aber der riecht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Ich freue mich schon. Hallo Friends. Ich bearbeite gerade das Video und merke, dass ich euch gar nicht erzählt habe, wie die Tees geschmeckt haben. Also der grüne Tee, also die waren beide sehr lecker. Der grüne Chai hat eher nach grünem Tee geschmeckt. Aber ich meine, es schmeckt auch gut, aber es hat nicht jetzt wirklich nach Chai irgendwie geschmeckt. Vielleicht ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen würziger als normaler grüner Tee. Aber dieser Chai war eher so ein bisschen... So ganz leicht nur. Also es hat schon eher nach grünem Tee geschmeckt. Ich habe übrigens in beiden ein bisschen Honig reingemacht, weil ich Lust hatte auf etwas bisschen Süßeres. Der Green Chai war lecker, aber hat eher nach grünem Tee geschmeckt. Und der Lakritz-Minze, den fand ich richtig lecker. Obwohl ich sagen muss, dass der Hauptgeschmack ganz normal Pfefferminztee war und Lakritze war eher so der Nachgeschmack. Dass man dann gemerkt hat, okay, es schmeckt schon ein bisschen nach Lakritze. Aber hauptsächlich hat es nach ganz normalem Pfefferminztee geschmeckt. Mit halt, wie gesagt, noch so einem Beigeschmack. Aber war beides sehr lecker. Ich freue mich schon auf den normalen Lakritztee, weil der wahrscheinlich dann ohne anderen Geschmack ist. Und vielleicht merkt man dann das Lakritze mehr, weil ich esse eigentlich ganz gerne Lakritze. Obwohl ich weiß, dass ganz viele Lakritze nicht mögen, aber ich mag das schon ganz gerne. Deswegen freue ich mich schon auf den ganz normalen Lakritztee. Aber so, beide waren eigentlich ganz lecker. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bearbeite es jetzt zu Ende und gehe dann schlafen. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss und gute Nacht.